Willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters und ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen was getan, keine Sorge, keine Story oder ähnliches, sondern ich bin lediglich in die alten Gebiete zurück und habe mal geschaut, ob wir da nicht vielleicht, oder ich nicht da vielleicht, ein paar von den alten Monstern einfach mal anheuern würde. Da habe ich mir 8 Stück geholt aus dem ersten und dem zweiten Gebiet und diese alle auf Level 10 trainiert. Um die zu benutzen? Nicht wirklich, sondern eher damit wir beim Fusionieren heute ein paar mehr Optionen haben. Denn ich würde heute gerne ein bisschen fusionieren mit euch. That reminds me. Ich glaube nämlich, dass wir bis auf Hickey und Agent aktuell immer noch nur F-Monster im Team haben. G-Monster im Team haben. Und ich hätte gern wenigstens ein aktives Vierer-Team aus Fs, also der nächsten Stufe von Monstern. Kann man vielleicht hier nochmal ein bisschen besser sehen. Ne? G ist ja die geringste Stufe und die Stufen wären ja schon irgendwo besser in einer gewissen Hinsicht. Und ich hätte gern mittlerweile möglichst mindestens ein Vierer-Team Fs, am besten sogar ein ganzes Achter-Team Fs. So, ich habe wie gesagt dadurch halt, dass ich jetzt 8 Monster auf 10 gebracht habe und noch eins rekrutiert habe, was auch auf Level 10 von vornherein war, wesentlich mehr Optionen hier. Und die wollen wir uns mal anschauen. Einen habe ich eben schon gesehen und die war schon sehr vielversprechend. So, wir nehmen jetzt mal G raus, weil G wollen wir nicht mehr. Und so ein bisschen über den G-Rang hinauswachsen und suchen mal, was so möglich ist. Und da haben wir einige Optionen. Das sind jetzt alles Monster auf Rang F. Das ist eine ordentliche, dicke Auswahl. Hier sehen wir auch, dass der Bongo Bongo schon von vornherein Rang F gewesen wäre, was sehr interessant ist. Aber was ich vor allem sehe, sind wieder diese Goldenen, die interessant sind. Und darunter auch ihn hier, der Meowgier. Und der Typ ist Rang E. Das heißt, der ist sogar noch einen Rang höher. Und er setzt sich zusammen aus Stulle und Draco. Stulle war zwar auch schon Rang F, als sie ihn rekrutiert haben, aber ich habe ihn eh noch nicht wirklich benutzt. Und ich könnte ihn einfach gleich zu einem besseren Stulle machen, indem ich ihn mit dem Draco kombiniere. Den Draco muss ich halt leveln, den habe ich in der Zwischenzeit mal rekrutiert. Das würde ich jetzt als erstes machen wollen, weil jetzt schon Rang E zu haben, finde ich ziemlich cool. So, Eltern bestätigen. Muss ich noch Punkte ausgeben? Weiß ich gar nicht, kann ich hier gar nicht sehen. Wir gucken einfach rein. Ja, wir müssen mal schon noch Punkte ausgeben. Das ist wichtig. Ich habe bei Draco, habe ich die meisten auszugeben? Ja, da ist es schon fertig. Aber ihn noch nicht. Okay, was will ich da am ehesten von vererben? Flinkheitsverstärker finde ich jetzt nicht so wahnsinnig cool. Ein Zauberer. Da will ich mal kurz gucken, was dabei ist. Konfus-Level könnte recht cool sein. Schussel ist ein schöner Debuff für weisheitsbezogene Gegner. Boing ist schon immer sehr mächtig gewesen. Ich glaube, allein schon für Boing macht das hier Sinn. Das ist ein Versuch, die Gegner zu silenzen. Okay, also das finde ich besser als Flinkheitsverstärker, das sehe ich öfter mal. Das heißt, das will ich vererben wollen. Das heißt, da packe ich die Punkte auch rein. Gut, dann bestätige ich das. Und die beiden haben wir noch nie wirklich benutzt, außer Draco, den ich trainiert habe. Aber umso besser, dann haben wir gleich ein E-Monster. So, was hat der andere mitgebracht? Der hat Gritz. Der hat so ein bisschen Spellkraft. Es sah so aus, dass der Meowgier ein guter Zauberer ist. Ist das der alte... Ist das doch die alte Katze, die uns auch geholfen hat, überhaupt... Oder überhaupt angeworben hat für diesen Unterwelt-Turnierkram, oder? Das ist dieselbe Art von Katze, glaube ich. Die sieht ja auch von außen schon eher aus wie ein Zauberer. Der wird Fauchfällen von Natur aus mitbringen. Das soll er auch ruhig tun. Wobei viele davon physisch sind, glaube ich. Flammenhieb und Drachenhieb sind physisch. Fauch wäre halt ziemlich, zumindest ein Zauberfeuer und dem wäre eine Option. Zischel auch. Ja, MP-Verstärker könnte zwar gut sein, aber MP-Verstärker 1 ist halt nicht so gut an sich. Das ist das Problem. Also die beiden muss ich eigentlich mitnehmen. Und dann würde ich einfach Fauchfell mitnehmen für mehr verschiedene Zauber. Und dann kann der Gritz und Fauch, also zwei verschiedene Arten von Zaubern. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in Zukunft auch vielleicht mal solche Fusionen auch mal zwischendurch so mache, jetzt ohne euch. Wenn da irgendwas rauskommt, was wir dauerhaft benutzen, dann würde ich das natürlich auch zeigen und vorstellen.
Aber es wird halt oft der Fall sein, dass ich einfach nur ein bisschen experimentiere, denke ich mal. Und wenn ich eine neue Fusion mache, dann muss ich die auch immer wieder hochleveln. Heute mache ich das nochmal, klar. Aber auf Dauer immer mit anzusehen, wie ich die wieder von 1 hochlevel, könnte auch ein bisschen träge sein, ne? Also werde ich dann teilweise wohl manchmal auch mal das Solo machen. Aber ich werde euch trotzdem hin und wieder mit reinnehmen, keine Frage. Wenn es mal passt. Gut, Stulle. Du bist dann der tatsächliche Stulle. Ich nehme dann mit. Nehme ich ihn auch gleich mit? Ja, eigentlich schon. Ne? Warum eigentlich nicht? Ich werde heute eh noch viele fusionieren, denke ich. Ich würde gerne nämlich alle fusionieren, dass sie auf, wie gesagt, auf F kommen. F? Aber CDE, F, G, ja. F kommt erst. Das Alphabet, schwierig. Ja, fortsetzen bitte. Wir sind noch lange nicht fertig. So, jetzt haben wir natürlich weniger Optionen als gerade eben, weil jetzt sind ja zwei Monster nicht mehr da. Mal gucken, was jetzt noch übrig bleibt. Noch mehr als gedacht, tatsächlich. Natürlich kann das sein, dass einer davon die neue Fusion nutzen möchte, aber das will ich natürlich nicht. Wir hätten jetzt zwei Schleime zur Auswahl, aber auch diesen Stier. Und der Stier lächelt mich an, weil er ein physischer Angreifer ist. Und da würde ich gerne noch einen zweiten von haben. Da brauchen wir einen Fuhrhund und einen Kampf, und wir könnten auch Miri daraus machen. Das mit Miri finde ich gar nicht so schlecht. Können wir irgendwas anderes aus Miri machen? Dann müssen wir gezielt nach Miri suchen, ne? Aber ich will ja eigentlich erstmal die Goldenen angucken. Der Hornflügel, der wäre auch mit Miri machbar. Der ist auch ziemlich cool, der hat auch viel Angriffskraft. Und ist schnell. Also von den Stats sieht er hier krasser aus, von den Stat Growths. Aber das heißt ja nichts, weil auch die Fähigkeiten sind nicht unwichtig. Und gerade so ein Krawallmacher klingt noch mehr nach einem physischen Kämpfer als ein Schwarzkünstler. Also es wird Miri vielleicht erstmal ein Stier. Machen wir aus ihren Stier, verbinden wir sie mit einem Kampfhuhn und dann wird sie ein bisschen stärker werden. Muss sie noch Punkte verteilen? Das könnte sein. Ja, aber hier sind noch ein paar Punkte zu verteilen. Der LP-Verstärker, da habe ich viele Punkte reingepackt, der will ich nicht vererben. Der ist es einfach nicht wert, finde ich. Ich mache jetzt ein paar Punkte mal hier in den Naturzerstörer. In den, wie heißt sie, der Skilltree? Windige Klinge, wohlgemerkt. Und beim Kampfhuhn habe ich, glaube ich, auch ein paar verteilt. Diese Entkräftungs-Entgeher ist ziemlich gut. Da bringt ein paar gute Stats mit sich. Also werde ich auch genau den noch weiter mit Punkten filtern. Und dann bestätige ich das und wir kriegen eine neue Miri. So, Krawallmacher. Darf ich mir das hier auch noch genauer angucken, die Skills? Nein, das ist schade. Das ist eigentlich wichtig gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Krawallmacher nehmen wir auch mit, weil ich will ja die physischen Angriffe auch haben, die er bekommt. Jetzt könnte ich Windige Klinge trotzdem noch mitnehmen. Großer ist auch nicht verkehrt, aber ich würde gerne Windige Klinge mitnehmen, weil da schon ein paar Punkte drin sitzen. Und die Windstoßhiebe sind ja trotzdem relevant. Naturzerstörer, also diese physischen Angriffe drin stecken, sind auch relevant. Ich wünsche, man könnte sich hier die Skills nochmal genauer angucken. Das wäre auch noch nett gewesen. Aber wir machen es mal so. Also ein bisschen was von der alten Miri übrig bleibt. Ein Stier ist da. Ich habe mich noch irgendwie an diesen Stier erinnert. Ich glaube, es war in früher, als ich ganz jung war, in Dragon Quest, ich glaube 8, wenn ich mich nicht irre, war das 8 oder 7? Ich meine 8 war es, wo das einer dieser ersten optionaleren harten Gegner waren, die auf der Weltkarte rumgelaufen sind. Das weiß ich bis heute, glaube ich, noch. Du bist dann die neue Miri. Da du aus Miri entstanden bist. Warum nicht? So, so. Finish. Ja, du kannst auch gleich mitkommen, ehrlich gesagt. Und wir machen weiter. Große Synthese-Tag heute. Ich muss natürlich viele von Level 1 hochkriegen, ist klar. Aber wir haben ja immerhin Age und Tiki, die schon F sind. Und die können dann so ein bisschen die anderen häufig hochtrainieren. In ein paar Kämpfen. Und dann gucken wir nochmal nach denselben Parametern. Immer noch sehr viel davon übrig. Bei den Golden sind auch noch welche. Ein Flederschleim, vielleicht für Talativa. Weil der hat nicht viel Weisheit. Das wäre schade, wenn ich da die Zauber übernehme und der damit gar nicht so viel anfangen kann, ne? Denke ich mal zumindest, dass es so ist. Auf der anderen Seite kann man das nachher immer nochmal vererben.
Ah, ich weiß es nicht. Das Ding ist immer eher schnell. Und Weisheit 1 Stern ist schon sehr wenig, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir hier lieber weiter unten gucken. Oder erstmal. Was, aus welchem können wir das noch erschaffen? Wir könnten auch Kajona daraus machen, okay. Warum nicht vielleicht mit Kajona das machen? Genau. Gucken wir mal. Die war jetzt auch nicht der krasseste Zauberer, deswegen geht da nicht viel verloren. Der Schleim war es eh nicht. Der guckt noch irgendwie in Punkten. 6 Punkte können sie noch verteilen. Das ist eh nicht so gut. Gute Fee ist immerhin buffen und heilen. Das kann sie auf jeden Fall übernehmen. Ich habe zu viel da reingepumpt, war nicht, ja, egal. Das werden sowieso ein paar Punkte davon dann übertragen, ne, oder? So, du hast keine Punkte mehr übrig, du hast auch Heilung gehabt, was interessant ist. Das ist ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt, dass ich bei beiden Heilung drin hatte. Ich mach's jetzt trotzdem, ne? Es ist ja nicht, muss ja nicht alles perfekt sein. Ich glaube, dass ich mir darüber Gedanken mache, wer genau was vererbt, das kann ich auch später noch machen. Flachatmer, der hat Odem-Attacken. Ich glaube, Odem-Attacken laufen nicht über Weisheit, oder? Das wäre eigentlich ganz cool, aber ich nehm's auf jeden Fall mit. Also Schleimer sind schon sehr viele Punkte drin, ne? Flinkheit, der wird dann noch flinker, er ist eh schon flink, das braucht er meines Erachtens nach nicht unbedingt. Aber wie gesagt, gute Fee, dann habe ich nochmal Heilung, ne? Wenn ich jetzt Schleimer auch mitnehme. Und da ist schon V auch mit drin. Ja, wobei, hier ist halt V auch mit drin. Brauche ich das? Nein. Weil er soll, glaube ich, keine magischen Angriffe lernen. Und Odem sind, glaube ich, nicht wirklich magische Angriffe. Tut ein bisschen weh, 30 Punkte Schleimer wegzudonnern, aber ich mache es mal und nehme dann trotzdem das hier mit, weil ich es jetzt interessanter finde als nur LP. Hier ist halt LP mit Flinkheit zusammen, ne? Ja gut, komische Entscheidungen, wir machen es einfach. Ja, mit den Schleim ein paar Flügel geben, nicht wahr? Ja, bitte ein Flügel, ein Flederschleim, nicht Flügelschleim. Ja, du bist dann einfach die neue Kajona, macht ja auch Sinn, wenn das so viel Sinn macht. Oder ich nicht das Gefühl habe, dass es zu ihr und anderen viel, viel besser passen würde, dann übernehme ich einfach die Namen des Fusionspartners, der einen Namen hatte. Das macht am meisten Sinn, denke ich. Nein, ein A reicht. Kajona ist es nicht. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Ich sag's immer wieder. Warum muss ich jetzt. Also, ich muss keinen Platz frei machen, weil sie eh schnell gepumpt war, richtig. So, nochmal dieselben Parameter. Was geht denn noch? Okay, er ging immer noch. Aber da müsste ich eh schon weggeben. Das mache ich nicht, weil der muss auf jeden Fall bleiben. Das heißt, bei den Golden gucken wir jetzt nicht mehr, wir gucken bei den anderen. Gut. So ein Ork wäre auch cool, ein schöner Allrounder. Aber so ein bisschen mehr Weisheit, ja gut, die Kriegskröte, ne? Die sieht eigentlich ziemlich cool aus. Super viel Abwehr, kann auch einigermaßen zaubern, ist halt nur physisch nicht stark und nicht sehr schnell, aber das ist mir egal. Da könnten wir vielleicht Talativa hinbringen, als ihr Evolve mit dem Furon zusammen. Hier wird sie eine Kriegskröte. Warum auch nicht? Ich meine, wie gesagt, die sind echt gut, finde ich gerade. Diese Stachelhaut klingt doch gut. Hat er so eine Art Return-Damage? Wäre cool. Wir gucken mal, müssen da Punkte verteilt werden. Bei ihr nicht. Bei ihm noch alle. Okay. Krawallmacher ist, glaube ich, gar nicht so gut. Wir machen mal Knisterresistenz, weil da kriegen wir auch Weiße dazu. Punkten wir alle Punkte rein und vererben das entsprechend. Ja, das gefällt mir gerade irgendwie. Also Verteidiger ist ein natürlicher. Knisterresistenz will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und Knister-Fan vielleicht auch, weil er soll da zaubern. Da kann sie nicht weiterhin ihren Knister-Zauber machen. Dann nimmt sie den Verteidiger mit, weil warum nicht, ne? Aber ich will den Dingern erstmal nicht ihre natürlichen Sachen wegnehmen, wenn sie fusioniert werden. Die sieht auf jeden Fall schon ein Bild sehr cool aus, die Kriegskröte. Ja, die sieht ziemlich cool aus. Ja, da du aus Tolativa entstanden bist, bleibst du auch Tolativa. So. Nein, nicht Tativa. Ich mach's schon wieder falsch. So, okay. Und ja, wir machen noch weiter. Jetzt haben wir wie viele gemacht? 3, ne? Das heißt, wir haben jetzt immerhin schon ein volles Vierer-Team an der Front. Aber am besten wäre es, sie haben jetzt noch 5, wenn wir die alten dazuzählen. Das heißt, ich hätte am liebsten noch 3 weitere, dann wäre ich nämlich sehr happy. So. Hm.
Ich mag den Ork vom Design. Das ist auch ein Klassiker. Aus wem würde denn stehen? Ja, nur aus Asian. Okay, dann vergessen wir das. Wir gucken mal generell, was so Möglichkeiten ist. Was ist mit dem Scherenkäfer? Da muss Sven Hickey für haben. Den will ich nicht weggeben wollen. Den will ich auch nicht weggeben. Nein. Okay, die Möglichkeiten werden schon geringer, wie man sieht. Hier müsste ich auch viele weggeben. Die auch, die ich nicht weggeben möchte. Das gilt auch für diesen Bereich. Vielleicht haben wir schon gar keine mehr. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn das so weit kommt, dass ich nicht ausreichend oder fusionieren kann, dann wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll für mich, die übrigen zu fusionieren mit irgendwas, auch wenn sie dann noch G bleiben. Aber ich glaube, es wäre es einfach wert, zwischendurch mal zu fusionieren. Ja, ich kann keinen mehr schaffen, ohne nicht einen von meinen Rang-Effern zu opfern. Dann sind wir damit durch. Dann gehen wir nochmal in die Synthese für Einzelne. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht die anderen auch mal noch ein bisschen entwickeln. Wilke zum Beispiel würde ich gerne noch entwickeln. Haben wir noch jemanden, den ich gerne entwickeln möchte? Alle anderen Namenlichen haben wir entwickelt, oder? Ich glaube ja, nur Wilke ist der Einzige, der sich noch nicht entwickelt hat. Das heißt, der wird erstmal keinen Rang abbekommen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir gucken mal, was wir mit ihm machen könnten. Warum werden wir mehrere Nachkommen eingezeigt? Kann ich mir einen aussuchen? Oh, interessant. Also, die Fusion zwischen zwei kann auch verschiedene Ergebnisse haben. Das überrascht mich gerade noch mehr. Da gibt es ja doch gute Gründe, auch hier mal nachzugucken, ne? Interessant. Ach, Marzipan, stimmt. Da bin ich doch ziemlich neu dabei. Ja, aber auch die würde ich gerne fusionieren dann, ehrlich gesagt. Ja, ich kriege viele, die ich eh haben kann. Das ist nicht so interessant für mich. Das sind auch welche, die ich momentan noch nicht haben kann. Wahrscheinlich kommen die im nächsten Gebiet, bei meinem Glück ist so von auszugehen. Soll ich sie vielleicht doch noch nicht fusionieren und überwarten, dass sie dann auch irgendwann in Rang steigen können und dann jetzt vielleicht beim Training helfen können? Da sind die beiden halt meine Nachzügler, aber sie können mir noch mehr helfen. Das macht schon Sinn. Das macht eigentlich mehr Sinn, ne? Hier ist eine Gewitterwolke. Ich glaube, ich lasse es doch erstmal so. Ich habe meinen ersten Plan, alle zu fusionieren, lasse ich mal sein. Und heißt, die beiden bleiben noch, damit sie so ein bisschen die Neuen mittrainieren können, zusammen mit Agent und Tiki. Come again. War trotzdem eine Fusion. So. So, die müssen alle trainiert werden. Das heißt, sie bleiben einfach hinten stehen und ihr bleibt vorne stehen. Perfekt. Da muss ich mir auch keine Sorgen machen, ins nächste Gebiet zu gehen, was wir heute natürlich auch noch machen werden. Und ja. Das sieht doch gut aus. Da werden die vier einfach auf der Rückbank trainiert. Schön, müssen wir ein bisschen fusionieren. Wahrscheinlich öfter dann, wie gesagt, mal aus alten Gebieten dann andere Monster einfach anheuern und auf Level 10 bringen, wenn sie nicht eh schon Level 10 sind. Weil seit dem Vulkangebiet sind sie einfach Level 10, was die Sache dann sehr simpel macht. Und damit wir halt mehr Fusionsoptionen bekommen. Macht ja schon irgendwie Sinn. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich zurück nach Rosenbühl und den neuen Teleporterstein aktivieren. Aber ich würde gerne, jetzt gerade vorhin, wo wir noch ein bisschen Level haben, noch was anderes austesten. Denn ich hätte gerne mal geguckt, ob wir eigentlich im Kolosseum von Endor mittlerweile wieder antreten könnten. Und ob das eine blöde Idee ist, weil wir vielleicht einfach für den nächsten Rang noch zu schwach sind. Oder ob wir generell mal gucken sollten, dass wir auch in alten Arenen nochmal antreten. Einfach mal so. Wenn ich jetzt Geld verliere, ist das so. Das ist nicht so schlimm. Aber einfach mal gucken. Man kann ja mal verlieren, das ist ja auch nicht wild. Da können wir dann draus lernen und vielleicht schon mal so ein bisschen abschätzen, wie stark sind die Gegner. Wann sollte ich überhaupt erst wieder herkommen und so weiter und so fort. Do you want to ever go? Du, hier hätten wir jetzt Kategorie E, ne? Ja. Ihr wollt also in Kategorie E antreten, richtig? Ja, wir wollen es mal gucken und versuchen. Mal gucken, wie hart es ist, ja? I believe in you. 100 Goldmünzen können wir ruhig mal abdrücken. Ich glaube nicht so sehr an uns, weil ich habe irgendwie diese Befürchtung, dass es doch sehr hart sein könnte. Auf der anderen Seite konnten wir das schon sehr lange machen, ne? Mal gucken. Barging his way into Category E, taking no prisoners. It's our favorite unflinching upstart. That's right! It's the Pride of Rose Hill, the Pin-Up Prince! Jetzt bin ich schon der Stolz von Rosenbühl. Meine Namen ändern sich immer wieder. Da ist unser Vierer-Team. And facing him is the noble Ninjutsu Nobler. Can he keep up with these supersonic strategies? It's Ninjutsu!
Ninja Nige! Er heißt tatsächlich auf Deutsch Ninja Nils. Ja, gut, okay. Hui. Huiuiui. Andersfarbige Cups. Sieht nach einem sehr giftigen Team aus. Mal gucken, ob wir völlig deklassiert sind oder ob wir eine Chance haben. Haut rein. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen. Aber wir sind irgendwie schneller als wir, ne? Alle. Oh Gott, Wupp, ist das hier ein Insta-Kill-Kram? Ich hoffe, Wupp ist ein Insta-Kill-Zauber. Das ist richtig mies. Schön. Angekokelt. Oh, der Brückenspell, genau, der ist ja sehr gut. Also, mir macht das Angst, dass der einen diesen Wupp-Zauber kann. Das ist nämlich, glaube ich, ein Insta-Kill-Spell, der einen sofort töten kann. Das ist übel. Das ist der Bröckelswell. Nice. Ja. Ach, schade. Guter Versuch. Aber wenn er den betäubt hätte, ne? Das wäre super gewesen. Also, ich glaube, von den Werten her kommen wir klar. Aber die Fähigkeiten, die teilweise drauf haben, machen mir Angst. Nur ist das der erste Kampf und da kommen noch zwei hinterher. Und die werden umso härter sein. Okay, der erste ist down. Der Rattentäter. Der Wupp-Typ ist weg. Der Schindschnabel. Nur die Skornisse und das dunkle Säbelzahnkätzchen. Okay. Das gewinnen wir, supi. Gut gemacht. Also wir sind nicht deklassifiziert. Wir haben auf jeden Fall eine realistische Chance hier. Es freut mich. Gut zu sehen. Dann sollte ich wirklich öfter mal auch von mir aus zu Narin zurückkehren, ne? The Pin-Up Prince punches through the first round. Ich weiß halt auch nicht, wie storyrelevant die Arenen auf Dauer sind. Vielleicht muss man die ja gar nicht durchschaffen. Aber so kann ich halt noch ein bisschen mehr mitnehmen, wenn ich da zwischendurch mal selbst hingehe. Did you get a load of those moves, ladies and gents? Forget supersonic. This guy thinks at the speed of light. Stepping into the ring, we have Tough Guy Fassard. He sure projects an air of confidence. Auf jeden Fall. Der Maskierte möchte gern. Oh, Alter, was ist das für ein cooles Rhino-Vieh? Das will ich auch haben. No time to waste. On to the second bout. Let's brawl. Das ist ja wohl ein richtig cooles Teil. Wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Tank. Und das Ding ist noch nicht mal groß, ne? Also ich dachte erst, das wäre vielleicht groß, aber er hat vier Monster, also ist das Ding nicht groß. Boah, ist das cool. Das sieht echt cool aus. Teraceratops, okay. Schutzschleimer da auch, ein Stahlspatz und ein Pikolyp. Alles so ein bisschen die getankten Boys, ne? Das ist ein bisschen das Threat vielleicht. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir mit Brücke da arbeiten. Betäubt, sehr schön. Direkt jemand betäubt. Aua, das hat schon wesentlich mehr weh. Das auch. Mhm. Jetzt betäubt, was sehr gut ist. Der gute Bröckelspell. Lasst ihre Defense bröckeln. Nice. Okay, der erste ist schon tot. Oh, das Ding ist cool. Der Startspatz ist auch cool. Ich muss die bessere Version sein von diesem einen Vogel, den ich mal bauen wollte. Also bauen, so wie ich ihn wollte, aber nicht getan habe. Das gewinnen wir auf jeden Fall. Aber Brückel ist auch unfassbar gut. Er kann Feuer ordnen. Das macht Marzipan nicht viel aus. Ihr brennt konstant eine Flamme.
Ja, die haben auch Rückel drauf, okay. Habe ich gar nicht bemerkt, dass sie es auch gemacht haben. Nice. Okay, der Kampf ist geschafft. Aber das heißt noch nichts. Wir wissen ja, der dritte Kampf ist immer der härteste Kampf. Das ist immer so ein bisschen der Champ der aktuellen Gruppe. Aber den Terraboy, den hätte ich, glaube ich, auch gerne. Irgendwann mal, wenn möglich. So als einen Tank. What a rip-roaring display of monster-mauling action! Round 2 goes to the Pin-Up Prince! Can he make it 3 in a row? Is anyone capable of blocking his path to victory? Der Pin-Up Prince. Perhaps our final opponent? He's put in the hours and now he's literally bursting with power! Bert Crackerjack! Böllerbolle. Wow. Der Typ sieht aus wie jemand, der sein ganzes Leben lang nichts anderes zu tun hat, als das beste Monster-Team zu createn. Der hat wahrscheinlich gut was drauf. Oh. Das sind viele Elemente bei, ja? So we approach the grand finale. Who will maul and who will ball? Ich hoffe, Brücke rettet uns. Let the third and final bout begin. Let's brawl! Alles neue Geschöpfe. Und genau die Art von Geschöpfen, die ich gefährlich finde, ehrlich gesagt. Diese Elementardinger. Wütende Wolke, Feuerfratze und Kreiselschleim. Und ein Heißluftdrache. Na gut. Ja, wieder ein Early Stun. Super. Gute Job von Agent. Physische Attacken für euch macht mir keine Angst. Okay, der macht ein bisschen mehr Damage. Ich hatte eher Odem-Attacken und Zauber erwartet, aber gut. Ich bitte nun nicht drum. Also, Rill kümmert sich um die Wunden von Hiki, das ist perfekt. Da kommt der Röckelzwell, unser Game-Changer. Trifft alle. Und sogar schon einer gekillt. Okay, das schaffen die locker. Ich habe mir so früh einen Kill, das ist eher unwahrscheinlich, dass die noch gewinnen. Energiestups. Oh, der bufft seine Leute. Angriffsbonus. Ausraster. Hä? Okay. Okay. Hast du deine Monster nicht unter Kontrolle? Ich hab dich ernst genommen, aber deine Heißluftdrache hat gerade fast deine Feuerfratze zerlegt. Okay. Wie ist das denn passiert? Ja, wow. Okay. Das sah viel gefährlicher aus, als es ist. Ah, da war die Stachelhaut wieder. Das hat ja unsere neue Kampfschildkröte auch, diese Stachelhaut. Das finde ich eigentlich ein sehr cooler Skill, dass du, wenn du angegriffen wirst, dass du dann dem Gegner Schaden zufügst. Wenn du wirklich tanky bist und vielleicht noch einen Skill lernst, womit du Akku auf dich ziehen kannst, wäre das natürlich sehr nice. Ja, das habt ihr locker gewonnen. Glückwunsch. Sogar noch vergiftet. Na, gute Arbeit. Fast wieder schade, dass es dafür keine Erfahrung gibt. Das hätte wahrscheinlich jetzt schon einige Level-Ups bedeutet für unsere Level 1 Boys und Girls. Aber hey. Wow! 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 And the winner of Category E is the Pin-Up Prince! Congratulations! I'm gonna need a lie down after that. Sehr schön. Ich frage mich tatsächlich immer, wenn man die Turniere wiederholt, dieselben Belohnungen bekommt. Bisher waren die Belohnungen nichts Extremes, also könnte das sogar sein. Aber erstmal schauen, was wir für E bekommen. That was incredible! I can't believe you've won again! Here you go, your prize for conquering Category E. Ein Talentsamen, okay. You're a real talent, you know. I'm a fan for life. Good luck. Es gibt keinen Skill, also kein Stat, der Talent heißt. Kriegt man damit irgendwie Punkte, die man verteilen kann für Fähigkeiten? In der Begabung oder so? Oder was mit dem Talentplan? Nee, das sind Talente, das sind Skills. Was machen Talentsamen genau? Ich
bin unklar. Gewährt einfach ein 3 zusätzliche Bewerbungspunkte. Achtung, der Monster kann höchstens 999 verfügbare Bewerbungspunkte haben. Okay, also kann ich damit mehr Punkte. Die spare ich mir auch auf. Das ist gut zu wissen. Nice. Okay, gut. Das war schön, dass ihr es geschafft habt. Ich denke, das nächste Turnier würden wir nicht mehr schaffen. Dafür war das jetzt schon zu... Ja, nicht unbedingt anstrengend, aber zu, ja, balanced. Würde ich fast auch nicht behaupten. Aber ich glaube, das nächste wäre, glaube ich, zu hart. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zum Turm. Weil wir müssen ja sowieso hier aus Rosenbühl heraus die nächste Steine aktivieren. Da gucken wir uns beim nächsten Gebiet um. Aber ich werde dann zwischendurch mal zurückkehren zu den Orten, den Arenen. Als nächstes vielleicht dann eher zu der Unterweltarena. Aber das wahrscheinlich auch erst dann, wenn ich wieder ein bisschen mehr... Oh, hier wollte ich gar nicht hin, sorry. wenn ich ein bisschen mehr habe an Level-Ups und die neuen auch gelevelt sind und ich vielleicht ein komplettes F-Team aufstellen kann, ne? Beziehungsweise sogar mit einem E. Und dieser Kater ist ja ein E sogar. Gut. Okay. Sollte ich noch heilen? Ne, wir werden eh geheilt, ne? Nach Turnieren, genau. Alles klar. Dann können wir jetzt ja den nächsten Stein aktivieren und dann entsprechend auch die nächste Welt angucken. Auf die bin ich mal gespannt. Ich meine, jetzt haben wir eine Unterwelt mit Gift und ein Vulkangebiet hinter uns. Also die ungemütlichen Gebiete hatten wir eigentlich. Kann manchmal wieder ein bisschen gemütlicher werden. Mal gucken. Hätte ich nichts gegen. Ich frage mich auch immer noch, ob der neue, ne, der neue Zugang, den wir haben, ob der vielleicht, wie ist er nochmal? Professor, ich hab's vergessen. Das liegt mir auf der Zunge. Ja, ich werde da wieder Bauchritze steuern, wenn ich sehe, wie er heißt und wie ich das vergessen konnte. Das war nämlich eigentlich ziemlich einleuchtend, aber gut. Er hat bestimmt auch eine Funktion. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwas mit Synthese zu tun hat, weil sowas gibt es auch in Dragon Quest Spielen. Würde mich nicht überraschen. Also nicht Synthese von Monstern, sondern vielleicht von Items. Na, mal gucken. Reen platziert einen neuen Portalit im Zauberzirkel. Ein neues Reiseziel ist verfügbar. Bedrohlich. Ja, da war ich nämlich auch überall, ne? Das sah zumindest so aus, dass ich das alles abgedeckt habe. Ob ich da oben drauf war, weiß ich gerade nicht. Aber vielleicht geht das nur zu diesen Jahreszeiten oder so. Bin ich mir dann unsicher, ob ich da drauf war. Naja, mach besser weiter. Hat neue Gebiet erkunden. Es sieht aus wie... Was ist denn? Eine Torte? Ein Törtchen? Ist das so ein komisches Candyland? Mal gucken. So gemütlich süß muss es auch nicht sein, aber scheinbar wird es eine Art Candyland von außen. Du hast einen neuen Kreis Nadirias erreicht. Na denn, stoßen wir die Tore auf und schreiten in den neuen Bereich. Um unsere neuen Mitglieder zu leveln. Ich muss mal gucken, ob die noch freie Punkte haben. Na, das kann ich in Ruhe machen, wenn sie ein paar Mal gelevelt sind. Tatsächlich, wow. Kreis der Schwelgerei. Unterer Rang. Donuts, Kuchen. Karamellsee. Keine Ahnung, was das ist. Wow. Es ist auf jeden Fall heller und farbenfroher. Wollte ich ja unbedingt, ne? Selbst schuld. What is this place? Ja, dir gefällt das wahrscheinlich, wa, Rosi? Emsig. Isa, ich weiß es vorher noch, weil ich ihn gesehen habe. Yep. Looks pretty sweet. Ich bin froh, dass ich mich kurz vorher noch selber erinnert habe, wie er nochmal hieß. It's more like a fancy bakery than Nadiria. Are we going to find the big hitter then or not? The big hitter. Wow, das ist ja mal eine Welt. Ja gut, also abwechslungsreiche Welten sind schon mal kein Problem in diesem Spiel, ich sehe schon. Wahrscheinlich auch, weil wir halt diese Unterwelten Schritt für Schritt betreten. Da können sie natürlich alles raushauen, was sie wollen. An Fantasie und kreativen Ideen. Uff. Noch kein Gegner gesehen. Ah, da hinten hüpft was rum. Das ist nicht wie eine Schleimette. Und da ist irgendwas, was aussieht... Ah, ich hätte ja mal einen Trailer gesehen. Ja, ja, das sind diese Schokohörnchen. Ja, ja, an denen erinnere ich mich aus dem Trailer. Wow.
Schleimhörnchen. Das ist bestimmt beliebt bei vielen Leuten. Wir kämpfen erstmal gegen die ganz normal. Ich weiß, wie stark die sind. Herzensbrecher auf dich. Ein Fauchzauber. Ruhig fokussieren. Du greifst einfach den in der Mitte an und so viel zu fokussieren, ich weiß. Und bröckelt ist immer eine schöne Sache. Gut. Schön wach bleiben. Ja, die sind, glaube ich, kein Problem. Mach mal platt. Die haben spürbar mehr HP, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Auf Dauer gewinnen wir es auf jeden Fall. In welcher Jahreszeit sind wir hier gerade? Gibt es hier auch welche? Im Candyland? Das ist ein bisschen Overkill. Also man sieht so, das ist schon besser, die selbst zu befehligen. Aber es ist auch so entspannend, sie nicht befehligen zu müssen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir werden noch genug Fights wie Bossfights haben, wo es dann eben muss, ne? Direkt von 1 auf 5 die ganze hintere Riege. Supi. Wir sparen mir ein paar Begabungspunkte an. Ich glaube, die werde ich erst wieder verteilen, wenn die da unten wenigstens Level 10 sind. Dann kann man sie, glaube ich, problemlos auch benutzen. Vielleicht auch schon vorher mal sehen. Diese Schoko. Wow. Du bist unheimlich. Bin ich ganz ehrlich. Bist du hier wieder so der Superboss? Also Superboss, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dieser superstarke Gegner, der in so einer Ebene immer rumläuft. Dann haben wir aber schon früh gesehen, wenn du das bist. Also der kommt mir lieber nicht zu nah. Die wird uns wahrscheinlich auch wieder absolut vernichten. Ich überlege schon innerlich, wann wir es mal wieder versuchen sollten, den ersten nochmal herauszufordern. Nur zum Spaß. Das war ja der... Frühling haben wir bis gerade, Frühling, okay. Das war ja dieser komische Zyklop, ne? Ob wir da jemand stark genug für sind? Ich glaube noch nicht, dass das der Fall ist, ehrlich gesagt. Oh, du bist auch neu. Ach, du bist doch diese Diebeskatze, Knastkatze? Da gibt es eine andere Version davon. Du siehst nämlich schon ein bisschen anders aus, ne? Knastkatze ist, glaube ich, blau. Du bist irgendwie golden. Du bist eine Naschkatze. Natürlich bist du eine Naschkatze. Hätte man drauf kommen können. Ich hätte gerne eine Naschkatze, glaube ich. Aber rekrutieren wird wieder schwierig sein. Solange wir noch nicht den Lokalmatadoren bezwungen haben. Aber ich werde es einmal versuchen bei dir, Naschkatze. Ja, nee. Oh Gott. Nee. Ja, hätte ich schon sehr viel Glück haben müssen. Dann müsst ihr ein bisschen stärker werden und vielleicht auch den Matadoren besiegen. Oh, betäubt. Unreduzierte Abwehr. Autsch. Und ein Schlafzauber hinterher. Und der Pendler schon Marzipan. Okay. Das schafft ihr trotzdem noch locker. Mach ich mir keine Sorgen. Verführerisches Zwinkern. Vom Schokohörnchen. Vom Schleimhörnchen, wie es heißt. Okay. Hör auf, meine Monster mit deiner süßen Gestalt zu verführen. Du Schuft. Oh, das wird also ein bisschen schmerzhaft. Aber wieder geheilt von Birke, supi. Das ist ein gebackenes Schokohörnchen. Nice. Sehr schön. Level 6 und für 2 sogar schon Level 7. Also gibt es wohl offensichtlich auch hier unterschiedliche Growth Rates, wie schnell Monster leveln, ne? Weil sonst wären die jetzt nicht 7 geworden. Außer man übernimmt die. Nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht, dass man für Erfahrung übernimmt. Sonst hätten die von vornherein schon Level-Ups.
Gut. Ja, ich hab mal, wenn der erste von den 10 reicht, ich bin bei 9 schon, dann gucken wir die mal wieder rein und gucken uns die 9 mal an. Aktiv im Kampf. Oh, ist wieder sehr unübersichtlich hier, muss ich sagen, aber gut. Bin mal gespannt, was hier in den Jahreszeitenwechseln passiert. Also die Baumfarben vielleicht, keine Ahnung. Wie es ja meistens der Fall ist, die pinke Zuckerwattenfarbe passt ja gerade ganz gut zu Frühling. Ist da was Neues dahinter? Ne, das ist auch eine Katze, ne, oder? Ja, du hast auch eine Katze. Ich wollte nicht alle aufwecken, ist okay. Schlaf weiter. Oh Gott, nee, von dir bleiben wir ganz weit weg. Und hier ist die riesige Kuchenwand des Todes. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier hinlaufen soll. Ich habe das Gefühl, dass es hier mehr so verschiedenste Richtungen gibt. Wir sollen dahin. Gut, dann gehen wir genau da erstmal nicht hin. Dann haben wir ja schon mal die richtige Richtung gewählt. Die Richtung, die woanders hinführt. So. Oh, du bist auch. Dich kennen wir schon, aber dich mache ich trotzdem nochmal. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Interessant, dass du hier auch nochmal vorkommst, weil dich habe ich nämlich im ersten Gebiet nicht rekrutiert, da bin ich nicht ganz hingelaufen. Aber da könnte ich ja hier vielleicht irgendwann mal holen, weil er wahrscheinlich hier von vornherein auf einem höheren Level ist. Da brauche ich ihn gar nicht erst auf 10 zu trainieren, damit ich ihn als Fusionsmaterial benutzen kann. Ein giftiges Schokohörnchen. Lieber nicht reinbeißen. Damit ist wirklich auch 14. Und die letzten, die noch nicht 7 waren, sind auch 7 geworden. Fein finde ich das. Gott, ich habe immer noch bisher so wenig Mini-Medaillen gefunden, ne? Ich frage mich, wo die teilweise überall versteckt sein können. Schleimetten haben da oben den Kuchen geziert. Wow, das war eine schöne Tarnung. Gebe ich euch echt Credits für. Das war nicht schlecht. Was ist das hier? Kann man das nutzen als mobiles Bewegungsgerät? Vielleicht in einer anderen Jahreszeit? Möglich wär's. Angift. Sehr schön. Schlafzauber. Aber Alpha fehlt. Sehr gut. Nice. Level 8 für alle da unten. Super. Und noch 3 andere Level gestiegen. Es lohnt sich auf jeden Fall noch zu kämpfen. Aber wir werden noch ein paar Level-Ups brauchen. So, was ist hier mit? Wahrscheinlich in der anderen Jahreszeit werden die relevant werden, oder? Die sehen nämlich schon irgendwie besonders aus. Ich weiß ja nicht. Ich kann mich natürlich irren, aber. Oh Gott, das ist so groß hier alles. Hier geht's schon mal hoch. Was ist da oben? Was versteckt sich da? Ein Schokohörnchen? Okay, das soll mir egal sein. Drakus gibt's hier auch wieder. Hätte ich auch hier eins anwerben können für ein höheres Level, aber was soll's? Ist ja jetzt auch egal. Ich hab's ja schon fusioniert. Ist da vorne ein Dungeon oder was ist da? Irgendwas mit Höhlen. Kann ich hier irgendwas machen? Sieht nämlich fast so aus. Ja.
Aha, das ist also die Frühlingsfunktion. Eine Puste. Ja. Pusteblume ist es ja nicht wirklich. Pustezuckerwatte, glaube ich eher. Ich kann das hin und her fliegen, aber ich bringe tut mir das ja nichts, oder? Da oben war jetzt nur ein Gegner, den ich gar nicht möchte. Na gut. Das ist vielleicht schade, wenn es hier eine Arena gibt, dann ist das hier die Arena, würde ich mal raten. Hier passiert auch was, obwohl ich hier doch gar nicht her soll. It could be dangerous in there. Perhaps some of the locals might let us know what to expect. Alles klar. Das Spiel gibt mir einen Grund, weswegen wir doch nicht da reingehen. Okay. Gut, gut. Das ist in Ordnung. Das ist mir sogar lieber. Das sieht aber irgendwie eine Arena aus von außen. Keine Ahnung, oder? Also vom Kreisform her könnte das gut sein. Eine Tortenarena. Hm. Ah, die Gegner haben sie gesehen. Ich wollte gerade ein bisschen nach oben gucken. Die nächsten Kämpfe gegen Schleimhörnchen nehme ich aber raus. Dafür habt ihr jetzt mittlerweile auch genug gesehen. Gut. No problem. Ich bin ganz froh, dass wir das Team so gehalten haben, dass ich die nicht entwickelt habe, die beiden. Schon sehr hilfreich, dass die dabei sind. Wäre sonst, glaube ich, ein bisschen hart geworden. Und ein bisschen knapp teilweise. Hier hinten ist auf jeden Fall eine geheime Höhle, das sieht man schon auf der Karte. Die wahrscheinlich erst dann sichtbar wird, wenn dieser Fluss mal versiegt, was er wohl durch die Jahreszeiten tun wird. Das ist die erste Truhe, die ich hier finde. Schön. Drei Fiolen Zauberwasser. Ich dachte schon, ich finde hier gar nichts, weil ich irgendwie zu blind bin. Oh, mein erstes Heilkraut, was ich hier finde. Jetzt kommt also auf einmal. Ich war bestimmt noch mehr auf der Seite. Ich will noch mal kurz hier ablaufen. Und ganz ehrlich, wir können eh bis ruhig ein bisschen Zeit totschlagen, weil wir wollen ja auch möglichst noch Jahreszeiten sehen. Und wir sind jetzt ziemlich nah am Übergang zum Sommer. Da können wir dann mal sehen, was dann vielleicht Neues spawnt und wie sich die Bereiche verändern. Hier ist noch was zum Aufsammeln. Bisher finden wir auch immer nur noch Heilkräuter am Boden in der Regel. Also nicht bessere Heilgegenstände. Aber die müssen wir vielleicht auch irgendwie entweder halt kaufen oder vielleicht tatsächlich irgendwie zusammenmixen mit den Heilkräutern, was ich mir echt gut vorstellen könnte. Und wo ich ja glaube, dass vielleicht der Professor irgendwie sich was mit zu tun haben könnte, aber es kann natürlich auch völlig auf dem Holzweg sein. Oh, da kommt der Sommer. Okay, alles grün geworden. Das haben wahrscheinlich die Bäume in anderen Flavor. Wie Limette oder sowas oder Waldmeister. Könnt ihr euch auch so. Geister sind jetzt auch hier. Okay, Geister habe ich aber schon, kenne ich ja auch schon. Ist aber gut zu wissen, dass viele von den Monstern wieder auftauchen können später. Wenn er schläft, wieder rausläuft. Weil dann kann man die besser rekrutieren, wenn ich nochmal zu Fusionsmaterialien brauche, ne? Dann muss ich nämlich nicht trainieren vorher. Weil sie dann eh schon ein gewisses Level haben werden. Na gut, gehen wir rüber. Ein bisschen Storytime schaffen wollte, denke ich auch noch mal, wenn ich jetzt mal rüberlaufe. Na, der Geist, der kam aus dem Nichts, okay. Aber die können sich, glaube ich, wirklich ein bisschen teleportieren. Da ist jetzt ein Geist bei so einem Kampf nochmal, ist schon okay. Vier Gegner, okay. Das schafft ihr schon. Zwei Sleeper.
Ich könnte den Kampf mal zum Spaß schnell laufen lassen. Da sieht man, wie schnell das dadurch geht. Ist ja keine neuen Gegner. Mache ich aber schon beim Trainieren. Als ich die Level 1er oder Level 2er, die ich da rekrutiert habe, teilweise hochtrainieren musste, war das ganz angenehm. Vor allem, weil ich meine ganze Gruppe aus denen gemacht habe. Ich hatte hier 8 neue genommen und auch alle 8 mitgenommen, damit ich alle zur selben Zeit trainieren kann. Prinzipiell ist es hier nicht schwer, Monster nachzutrainieren. Absolut nicht, weil du kannst ja einfach eine starke Vierertruppe vorne hinstellen, so wie ich es jetzt momentan mache, und die anderen 4 hinten hinstellen. Da kannst du immer gleichzeitig 4 komplett neue hochtrainieren. Das ist gar kein Thema in dem Spiel. Null. Aber ich wollte unbedingt 8 auf einmal machen. Dann hat es ein bisschen länger gedauert, aber war okay. Level 9. Supi. Vielleicht sollten wir sie mal nach vorne holen. Mal kurz leveln. Und dann mal nach vorne holen und gucken, ob die was leisten, ja? Ich habe gar nicht wegen Zubehör geguckt. Da könnte sein, dass irgendwas frei geworden ist. Kann das sein? Ja, der Schutzring und der Weisheitsring sind frei geworden. Ich glaube, ich würde ihm gerne den Schutzring geben, weil er hat nicht viel Abwehr. Und der Weisheitsring, den geben wir Talativa, damit sie noch mehr Spell-Damage machen kann. In ihrer tankigen Schildkrötenform. So, und dann gucken wir mal, dass wir die erstmal leveln. Wir haben so viele Begabungspunkte. Ja, 39, 60 bei Kayona, okay. Da sind also noch viele Freie vererbt worden. Okay, fangen wir mit Talativa erstmal an. Knisterresistenz. Was? Ultraknisterresistenz ist wahrscheinlich komplett kein Damage mehr, oder was ist das? Nee, einfach nur erhebliche Erhöhung, was auch immer das heißt. Das würde ich mir echt wünschen, dass das ein bisschen deutlich herbeisteht. Erheblich ist immer sehr relativ. Na gut, wird es wahrscheinlich immer eine Website vergeben, die das dann aufbröseln, ne? Wie viel es genau ist. Knisterfan. Verteidiger ist halt auch gut, das sollen wir auch anfangen. Könnte sie auch noch heilen, ne? Könnte sie Knister machen und heilen. Das finde ich eigentlich gerade gar nicht so schlecht. Das machen wir erstmal so. Und dann würde ich hier weitergehen, weil wir hier gute Stats bekommen. Da sind wir sowas schon relativ nah dran an den 60. Das ist gar nicht mehr so unmachbar mittlerweile. Für die Knisterresistenz, die sie dann bekommt. Okay. Gut, Kayona, 60 Punkte. Hab es hier auch kaum, deswegen, okay. Heilen kannst du auch, was Schönes. Ich wollte ja dir diese Odeme geben, weil ich mir wissen wollte, ob die einigermaßen zünden, wenn man keine Weisheit hat. Das könnte ich durch dich so ein bisschen lernen. Dann gebe ich dir hier mal bis Angriff 4. Dass du 2 verschiedene Odeme ausspeilen kannst. Und dann geben wir hier die Flinkheitsverstärker noch für Stats. Du brauchst zwar nicht unbedingt Stats, zumindest keine Flinkheitsstats, aber was soll's. So, Miri. Unser Haut drauf jetzt erstmal. Kann jetzt gerade keinen Säusel mehr, was gar nicht so schlimm ist. Erstmal. Die Stats sind super geil bei Entkräftungsentgeher. Krawallmacher sollten wir schon ein bisschen leveln. Was macht das denn alles genau? Gegenbrecher kann ich mir denken, aber Ausraster. Ah, okay. Das ist, was dieser eine Drache gemacht hat. Das ist ein Skill, der würde ich ihr befehlen, die nie zu nutzen, weil ich habe genug Pech, dass sie andauernd Verbündete angreift. Also du hast eine Chance, also du weißt nicht, wen er trifft, könnte Verbündeten oder einen Freund treffen, oder einen Freund, wow, oder einen Gegner treffen. Aber es ist immer ein kritischer Treffer, das ist es mir nicht wert. Wenn das nur alleine da rumstehen würde, nur noch klar, ne? Dann ist es was anderes. Aber das würde ich dann nur unter eigenem Befehlsgewalt machen. Aber danach kommen gute Skills. Zum Beispiel der Klingenbrecher ist ziemlich nice, den soll sie unbedingt lernen. Das heißt, das machen wir mal eben frei. Da muss ich nur daran denken, dass ich ihr gleich sage, dass sie den selber nie benutzen soll, den Ausraster. Das wäre nämlich nicht so witzig. Und dann geben wir die Stats noch, weil das ein Abwehr-Stats-Ball. Und da kommt Ultra-Zäher Kunde. Was genau macht das? Das klingt nämlich sehr, sehr gut. Erhöht die Entkräftungsresistenz erheblich. Das heißt, es ist sehr viel schwächer, sie zu debuffen, denke ich mal. Ne? Das klingt ja anständig. So, Stulle. Du bist ein bisschen der Magier, glaube ich, für die Zukunft. Du willst 2 verschiedene Zauber machen, Gritz und Fauch. Hinten kommt noch Zischel raus. Da müsste er erstmal hinkommen. Und hier ist noch Grutz. Thanatos Terror. Fügt einem Gegner Schaden zu, sehr effektiv vergiftet. Okay, wenn man Gegner trifft, die bereits Statusveränderungen haben. Klar, Grutz wäre super, aber da muss man erstmal hinkommen. Ist hier noch was Wichtiges bei? Dieser Konfusnebel klang ziemlich gut, ne? Also Konfusnebel und Grutz sind interessant. Konfusnebel ist aber eher erreichbar, also gehen wir erstmal in die Richtung. Gut, das war Stulle. Die anderen level ich jetzt noch nicht wieder. Die können euch noch ein paar Punkte ansammeln. Ich will ja jetzt erstmal die nach vorne schicken. So, Gruppe ändern.
Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt wie links wird eher angegriffen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich gehe mal auf Nummer sicher und stelle die tankigsten Leute ganz links nach vorne. Aber ich hatte das Gefühl, dass es bisher absolut aufgeteilt wird bei den Gegnern, wo sie uns angreifen und wo nicht. Nein, nein, ich will das bestätigen. Das ist ihr erster Kampf, den sie das alle haben werden. Nein, nicht der erste, seit sie fusioniert sind, seit sie sich verändert haben. Und dann gucken wir, dass wir ein bisschen Story noch schaffen. Und da vorne war ja der Ort, wo wir hin sollten. Das passt ja ganz gut. Oh, du bist eine fliegende Maus. Du bist neu. Dich nehmen wir eben mit. Und wir gehen nicht zu nah an die Frau da hinten ran. Die müsste vielleicht despawnen, was ganz gut ist. Aber wir gehen ja nicht zu nah ran. Das ist das Wichtigste. Eine Flattermaus. Ja. Und einer von den schläft sogar. Easy. Gute Bedingungen für den ersten Kampf für euch, würde ich sagen. Haut mal rein. Und der kühle Odem. Das macht gut Damage, ne? Und ich bin mir ziemlich sicher... Oh, ich sterb schnell. Schnell will ich gar nicht sagen gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz klar heißt, dass Odeme nicht von der Weisheit abhängen. Was auch sinnvoll ist, weil Odeme oftmals von Drachen oder irgendwelchen Monstern benutzt werden, die nicht unbedingt zwingend weise sind. Ich weiß aber auch nicht, wie sie sich dann brechen, ob es irgendwie einfach ein fester Schaden ist, der dann, wenn überhaupt, halt normalen Damage macht oder verringerten oder erhöhten, falls sie eine Resistenz hat. Das ist, was ich am ehesten vermute. Oder ob das doch irgendwie von ihren Stats abhängt. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, die kommen klar, ne? Die hauen gut rein. Und sie hat auch keine großen Probleme, diesen Odem öfter zu wirken. Das ist nicht, dass ihre Mana dann komplett gedrained werden würde. Also auf jeden Fall gute AOE-Angriffe und sie hat halt zwei verschiedene Elemente zur Wahl. Das ist nicht verkehrt. Level 10 für die beiden, supi. Die anderen auch fast Level 10. Also die despawn. Ist irgendwas bei ihr gewesen, was sie versteckt hat? Nee. Okay. Okay. Ich wäre lieber da oben lang gelaufen, ehrlich gesagt. Ich gehe nochmal zurück. Oh, jetzt respawnen sie natürlich. Ja, dann gehen wir doch lieber woanders lang. Mhm. Dann gehen wir doch diesen kleinen Umweg hier. Ist mir dann doch lieber. Bestimmt überall Schatztruhen, die ich übersehe. Oh, es regnet. Es regnet Süßigkeiten. Smarties, hier sind neue Gegner aufgetaucht. Weil es angefangen hat zu regnen. oh, das sieht witzig aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Käseblätter. Okay. Ey, da ist ein Stück Käse auf der Gabel in der Hand. Cool. Gefällt mir irgendwie, der Kleine. Ja, das schafft er schon ohne meine Anweisungen, ne? Rennst du weg, oder was? Nee, das ist ein Flinkheits. Höhere Ausweichchance, okay. Der kühle Odin. Der ist cool. Ich gehe mal stark davon aus, dass diese ganzen Talente in Anführungsstrichen Trees sind, ja nicht wirklich Trees, aber diese Talentlisten, die man halt haben kann, später auch bessere Talente sein werden, also bessere Listen sein werden. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die heißen einfach 1, ne? LP Boost 1 und sind relativ schwach. Ich denke mal, gibt es auch einen LP Boost 2. Ob man die nicht fusionieren wohl auch auf 2 kriegen kann, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, spätere Monster werden sowas einfach mit sich bringen. Damit sie auch eher und schneller auf gewisse Zauber zugreifen können, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man später immer noch die ganze Zeit mit Grits arbeitet. Jetzt wäre der mittlere Finsterniszauber schwer zu erreichen. Ich schätze mal, in Zukunft würde er eher normalisiert werden, oder? Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, die gibt es auch wieder hier. Kommst du an vielen Orten vor. So, jetzt gehen wir hier oben noch lang. Hier ist eine Wolke. Kann ich hier runterhopfen? Ja, sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Das hat mich erschreckt. Ein Hauch von erschreckt, muss ich zugeben. Manche Sachen sind gerade markiert wieder, weil Sommer ist. Ne? Ich will mal kurz nochmal gucken, bevor ich jetzt weiter renne. Dass ich mir so eine Markierung mal angucke. Da ist sogar ein extra Symbol bei dem Regensymbol unter dem Jahreszeitenwechsel. Das ist jetzt so eine Art Candy. Regen ist. Nicht einfach nur Regen. Oh. Oh. Oh.
Die eiserne Lady erscheint. Ich bin schon wieder. Werde ich magnetisch von ihr angezogen, weil ich immer wieder in sie reinlaufe. Bitte flieht. Okay, wir können einfach fliehen. Ich bin wieder in sie reingelaufen. Das kann nicht sein. Oh, die doofe Kuh. Die ist so stark, die mich ab zu zerstören. Da muss ich gar nicht gucken. Okay, ich weiß nicht, was da oben ist. Ach, Ranken. Lakritzranken? Nee, ist schleimig. Sie Lutscher, der hier ausgelaufen und zu zerschmolzen ist. Und hier oben ist eine Truhe. Hallo. Drei Olefiolen nehme ich gerne mit. Und da ist noch so eine Art Bühne, wo die Käseplättler gerade ihre Käseparty feiern. Klingt gut. Würde ich mitmachen. Dann schauen wir mal hier, bevor wir jetzt zu viel Zeit verplempern. Einmal hier reinschauen. Honighausen, natürlich. Wow, dieser Ort ist echt so viel. Oh. Hallo. Seid ihr die Schokoschleime? In den drei wichtigen Sorten: dunkle Schokolade, braune und helle. Beziehungsweise weiße. Seid gegrüßt. Willkommen in unserem schönen Honighausen. Hier ist jeder Tag ein süßer Tag. Vergesst nur nicht, euch die Zähne zu putzen. Hier ist jeder Tag ein süßer Tag, ja. Da in der Mitte, du bist anscheinend wichtig. Weil du bist genau da, wo die Markierung ist. Ein Lachsack. Oder der hier wird wahrscheinlich anders heißen, weil er Gemüsigkeit drin hat. Hallo, Süßer. Hast du das mit der Statue gehört, die wir früher verehrt haben? Tja, wie sich herausgestellt hat, war sie in Wirklichkeit ein Monster. Es ist in Richtung des Berges weggerannt. Was mir auch ganz recht ist, denn im Kämpfen bin ich eine Niete. Das ist die bittere Wahrheit. Nicht die Süße. Speichern wir mal zwischendurch wieder, weil manuell speichern fühlt sich immer gut an. Bin ich ganz ehrlich. Mache ich ganz gerne mal. So, wo können wir denn rasten, bevor wir jetzt in irgendwelche Kämpfe gezogen werden? Itemladen kurz checken, ob der irgendwas Neues hat. sieht jetzt nicht danach aus. Nee. Gut. Ich mag dieses Spiel wirklich. Ich bin immer noch sehr begeistert hiervon. Der Käseplättler lässt uns hier pennen. Supi. Ein ausgeschlafenes Kind ist ein braves Kind. Wer etwas anderes behauptet, erzählt Käse. Willkommen in der Herberge. Möchtet ihr bei uns übernachten? Ja, möchte ich gerne. Einmal schön voll heilen, bitte. Sehr schön. Sieht irgendwie so aus, als wäre er nicht nett. Deswegen keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch Blödsinn von mir, das zu denken. Ich könnte mal wieder Geld ablegen, oder? Ich war schon ewig nicht mehr bei der Bank. Ich habe bestimmt einen Riesenhaufen Kohle. Ja, 3000. Schau, dann zahle ich doch mal eben 3000 ein. Dann haben wir immer noch 663 dabei und mittlerweile 4000, die auf dem Konto safe sind. Das gefällt mir. Ich frage mich, ob das Geld immer mal brauchen werde. Bestimmt gibt es irgendwann Sachen, die ich kaufen möchte, aber aktuell sind die Item-Shops immer noch nur so für kleine Items und das ist für mich nicht relevant. Aber ich bin mir sicher, irgendwann wird Geld relevant werden. Ja, Schluchz, Schluchz, Schlüffel. Was ist los? Du weinst, das tut mir leid. Are those explorers I spy? Please, you have to see fit to help me. I'm up to my eyeball in trouble. Du bist also doch nett, okay. Don't judge a book by its cover, schätze ich mal. Who are you? What's the matter? I'm Eileen, but it's my best friend Duffer who's in deep water. He's going to be executed. Diesen Namen immer. Vorher hast du immer den doppelten Effekt. Einmal den englischen Witz und den deutschen Witz, der halt auch immer noch passt. In der Regel. Freund Gonzo. So hingerichtet werden. They say it's because he summoned the unspeakable one. But there's more to this than meets the eye. Please, you have to save Duffer from Raph. He's the big hit around here. Ah ja. Die wollen wir sowieso herausfordern. Oh, how terrible. So what do you think? You're going to help Eileen, aren't you? Ja, natürlich. I just knew you'd do the right thing. Ich selber bin ja eher so sehr Fan von etwas würzigerem Essen. Oder auch Salzkram, wie ich es gerne nenne. Aber hin und wieder was Süßes ist auch nett. Bloß hier ist fast alles irgendwie süß. Außer der Käse, deswegen mag ich diesen kleinen Käseplättler so gerne. To go and see Raph and have him set Duffer free. You will? I can't believe it. You'll find him imprisoned due east of here on Hotcake Heap.
Understood. Come on, you two. We've no time to waste. Where's Toylan? Gute Frage. Come on. Come on. Where are they hiding the good stuff around here? Bitte nichts klauen, Emsig. Du wolltest mir keinen Ärger machen. Oops. Sorry about that. I'm totally on board with whatever you're planning. Fear not. Hey, lay off the accusatory glances. I haven't pinched anything. Yet. Honestly. It's always guilty until proven guilty with you, isn't it? No comment, huh? Fine. Be like that. Right. Now, it's high time we left for Hotcake Heap. Hotcake Heap. Die fluffigen Höhlen. So, okay. Gibt's hier noch mehr zu finden? Vielleicht eine Schatztruhe, die irgendjemand versteckt in seinem Haus, ja? Oder hier die Kummen, die ja auch, wie wir wissen, Mini-Medaillen enthalten können. Wir haben bisher nur eine. Aha, da ist die zweite. Schön. Hallihallo, oh, Schleckkunde. Meinst du nicht auch, dass unsere Monster die perfekten Zutaten für ein ergutziges neues Monster wären? Ja. Dem Horoskop nach wäre ein Käseplättler schleifbar spektakulär als Partner für unsere Monster. Sabber, manchmal matscht es auch Spaß, vom Bewährten abzuweichen, was Neues zu probieren. Dann wollen wir uns mal ins Werk machen. Na, was? Okay. Auf deinen Reisen wirst du anderen Monsterzähmern begegnen, einige von ihnen sogar dazu bereit, ihre Monster mit deinen zu kreuzen. Und zwar mittels sogenannten Monsterpaarung. Okay, cool. Wenn ein anderer Monsterzüchter vorschlägt, eure Monster miteinander zu paaren, dann könnte es sich für dich lohnen, auf sein Angebot einzugehen. Okay, er sagt mir aber ganz klar, dass der Käseplättler eine geile Idee wäre. Ich könnte jetzt auch andere fusionieren, schön und gut. Aber der Käseplättler wäre eine besonders gute Idee. Das gibt er mir schon als Tipp. Und ich will den sowieso irgendwann haben. Dann würde ich jetzt lieber nicht irgendwas wild fusionieren, auch wenn ja einige sehr interessante Gestalten sicherlich auftauchen, sondern tatsächlich etwa warten, bis ich den habe und zu gucken, was wird aus den beiden. Das wäre nämlich noch interessanter, denke ich. Ja, da warte ich erstmal mit. Da war ein Drache oder sowas, ne? Hui. Och, das ist wirklich gerade. Lass dir doch mal den Kopf rinnen und komm wieder, wenn du es dir anders überlegt hast. Das komme ich auf jeden Fall und muss mir nicht anders überlegen. Ich würde nur gerne mal gucken, was aus dem Käseplättler bei euch wird. Und irgendwann hole ich mir den sowieso, weil der cool ist. Ob ich den nutze, weiß ich noch nicht, aber hol mir den auf jeden Fall. Hier hinten ist nichts mehr versteckt. Man weiß ja nie, ne? Naja. Du bist auch noch anzusprechen. Gottes Willen, was bist du denn? Raffi schickt jede Rebellion im, erstickt jede Rebellion im Keim, indem er ein Exempel an All tätowiert, die sich ihm widersetzen. Da ist der Knüppel hart. Das mit Iris und Gonz ist wirklich ein Jammer, aber wir können den beiden nicht helfen. Das Blatt wird sich nicht mehr wenden lassen. Na, mal gucken, ob wir das Blatt noch wenden können. Ich hoffe es zumindest. Gut, also wir merken uns, hier ist jemand, der mit uns fusionieren möchte. Was ich sehr cool finde. Aber dafür möchte ich erstmal so einen Käseplättler haben, bevor ich sowas mache. Gut. Wir können mal gucken, wie gut unsere Chancen aussehen. Der Käseplättler ist jetzt nur im Regen gespawnt. Wenn ich Pech habe, ist gleich kein Regen mehr und dann kriege ich den nicht mehr. Und das wäre richtig doof. Also, es regnet nicht mehr. Nein! Wenn die nur kommen, wenn es regnet, dann muss ich hoffen, dass es irgendwann nochmal regnet. Weil jetzt sehe ich keinen mehr von denen. Auch hier am Schrein oder an der Bühne nicht mehr. Okay, die sind ein bisschen seltener. Ich merke schon. Gut, das heißt, nächstes Mal, wenn es regnet, muss ich zugreifen. Das ärgert mich. Hätte ich mir denken können, dass sie durch den Regen kommen, ne? Aber ich hab's ja gesehen, dass sie durch den Regen gespawnt sind. Nun ja, es ist, wie es ist. Nicht verrückt machen lassen. Irgendwann kriege ich so einen schon. Da ist noch eine Schatztruhe. Die werden wir wahrscheinlich erst erreichen können, wenn Winter ist. Würde ich jetzt mal raten. Nicht wieder die eiserne Jungfrau rennen, die ist nämlich schon wieder. So, guck mal kurz auf die Karte. Wir waren eigentlich jetzt ungefähr überall. Das ist schon mal gut zu wissen. Da hinten wäre noch eine Ranke. Solange wir Sommer haben, sollte ich vielleicht die Ranken noch ablaufen. Und ich will jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwelche Bossfights noch triggern. Wenn wir da hochrennen.
Wobei wir vielleicht auch einen Dungeon da haben werden, gut, klar. Aber das können wir auch beim nächsten Mal noch machen. Ich gucke mich noch ein bisschen um hier. Das macht gerade mehr Sinn für mich. Vielleicht noch die nächste Jahreszeit erreichen. Aber vor allem jetzt noch im Sommer vielleicht die Ranken ausnutzen, die ja noch da sind. Und ein ist da unten. Dann rennen wir mal fix hin. Bada, lass dich bitte in Ruhe. Oh, und hochhüpfen bitte. Nicht von hinten angreifen lassen. Ah, Mist, Käseblättern ist schade. Aber spätestens, wenn ich den Matador habe, kann ich ja wiederkommen. Hm? Ach, du bist ein Draco, ich dachte gerade, hä? Was bist du denn? Ah, hier oben hätte man eine Truhe verstecken können, ne? Ich weiß ja nicht, über was. Ich bin gierig, ich will mehr tun. Oh, hier gibt's auch Hornhasen wieder. Oh, lass mich in Ruhe. Nein! Ah. Da wurde ich abgefangen vom Flattermann. Ja, nur zwei Stück, kein Thema. Hier machen wir fix platt. Ich mag die Truppe, weil wir haben so einen Tank, wir haben Damage-Dealer, wir haben einen Odem-Nutzer und einen Zauberer. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich, so vom Grundprinzip her. Ja, werd ruhig schneller, dann kannst du schön ans Gras beißen. Ist auch gar nicht so schlecht, dass sie jetzt so schnell ist, von Natur aus sowieso und durch diesen Flinkheitsbonus-Skill-Bereich auch noch. Weil sie wird ihren Odem immer als erstes machen. Das heißt, wenn noch möglichst viele Gegner auf dem Feld sind, bevor vielleicht welche besiegt werden, das ist halt umso wertvoller. Level-Ups sehen wir immer gerne. Und immer bei der nächsten Fusion werde ich mir wahrscheinlich auch mehr Gedanken machen, wen ich noch fusioniere und was ich genau haben möchte. Aber diese erste Fusion war halt spaßig und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Okay, haben wir hier oben noch eine Schatztruhe? Ja, haben wir tatsächlich. Das freut mich. Amulett der Tatkraft. Ah, ein neues Ausrüstungszubehör, schätze ich einfach mal. Ja, tatsächlich. Es bringt Abwehrkraft. Und hart im Nehmen als Passiveffekt. Was macht er genau? Nee, ich wollte eigentlich wissen, was diese Fähigkeit macht. Werde ich wohl so nicht rausfinden. Vielleicht, wenn ich das erstmal ausgerüstet habe. Das könnte sein. Ist auf jeden Fall ein Defense-Bonus. Warte. Wer kriegt das? Ich glaube, Kayona könnte es echt gebrauchen, weil die hat sehr wenig Abwehr. Ja, die kriegt es auf jeden Fall. Dann ist sie auch ein bisschen tankiger unterwegs. Dann gucken wir mal kurz eben bei ihr auf dem Status, ob sie jetzt diese Fähigkeit hat und ob wir die da lesen können. Hart im Nehmen, da ist sie nämlich schon. Und sie hat die Ausweichsache. Das sind diese Eigenschaften, die sie auch noch haben, die Monster, die spezifisch bei den Monstern festgelegt sind, die sie auf gewissen Stufen freischalten. Manche von denen kommen erst recht spät. Ausweichassen macht es ein wenig leichter, Angriffen auszuweichen, und hart im Nehmen erhöht die Betäubungsresistenz. Okay, cool. Machen wir nochmal zusammen. Ich habe jetzt einen Tod erschreckt, weil ich mir drüber nachgedacht habe, dass die mich noch verfolgen. Damit. Können wir auch schnell schalten hier. Da geht es ja ganz fix. Ich sehe, sie macht auch ihren Windstoßhieb. Der ist ja auch physisch, der würde nämlich einfach extra Schaden machen, die eher auch schwach gegen Wind sind. Das ist gar nicht mal so schlecht, das Skill für einen physischen Angreifer. Das Konzept des magischen Schwertes, vielleicht bekannt aus anderen Spielen, wie zum Beispiel Final Fantasy 9. Mit Steiner. Und Vivi. Yay, noch mehr Level-Ups. Ja, wir leveln hier noch ziemlich gut. Kann man echt nicht meckern. Nee, ich will nicht teleportieren, danke. So, schaffen wir es im Sommer noch, einen anderen Rang zu erreichen? Nein, weil es nämlich gleich Herbst wird, ne? Ist okay. Dann gucken wir uns doch zusammen an, wie der Herbst aussieht. Am liebsten wäre es, wenn im Herbst ganz viele Käseplättler spawnen würden, aber das ist wahrscheinlich wieder zu viel verlangt, nicht wahr? Oh, die Kürbisse, sind die jetzt gewachsen? Waren die vorher schon so hoch? Ich glaube nicht, ne? Aha, jetzt können wir nämlich hier zum Beispiel hoch. Ist hier noch irgendwas Relevantes? Sieht jetzt nicht danach aus. Aber ich glaube, die Kürbisse sind einfach gewachsen. Hier so ein bisschen was. Die waren nämlich vorher nicht so hoch. Und den Kampf habe ich euch direkt mal erspart. Waren da wieder Schleimhörnchen? Ja, so heißen sie ja. Mir fiel aber während des Kampfes was anderes ein. Wir haben ja jetzt neue Monster. Wenn ich zwischendurch neue Monster rekrutiere, im Nachhinein, dann werde ich die nicht immer alle vorlesen. Aber zumindest die Monster, die wir zusammen fusionieren, auch benutzen, aktiv, die möchte ich schon weiterhin vorlesen. Dementsprechend gucken wir uns mal kurz die neuen Monster nochmal in Ruhe an. Und zwar die, die wir bekommen haben. Das ist einmal der Flügelschleim. Oder so hieß er gar nicht, ne? Er hieß Flederschleim, genau.
Diese orangefarbenen Schleime finden Drachen so fantastisch, dass sie ihre eigenen Körper verformt haben, um ihren Idolen näher zu sein. Sie sehen sich danach eines Tages vollwertige Drachen zu werden. Alles klar. So, wen haben wir noch konstant neu? Hier. Die, wie ich immer noch sehr cool finde, die Kriegskröte. An den stählernen stacheligen Panzern dieser schrecklichen Schildkröten zerschellt jedes noch so harte Schwert. Allerdings ist diese harte Hülle so schwer, dass sie damit nur im Schneckentempo vorankommt. So, und dann haben wir noch... Von hier keinen anderen Stier, genau. Der Stierstar. Diese Wesen waren Vögel, bevor sie im Zuge der Evolution die zweibeinige, stierähnliche Form annahmen, die wir heute sehen. Vergleiche sie nicht mit Hühnern, sonst nehmen sie dich auf die Hörner. Was witzig ist, weil ich ja so ein komisches Flauscheding mit einem Huhn verbunden habe, um hier hinzukommen. Ne? Okay, ich hoffe, ich habe keinen übersehen jetzt. Ah ja, hier. Miaugier. Eine Katze, die nach 100 Jahren zaubern lernte, um ein neues Leben als Magier begann. Allerdings stürzt sie sich immer noch reflexartig auf Menschenfüße, die unter einer Decke hervorragen. Das ist ja gut. So, hatten wir noch mehr? Neue Fusionen, die ich eben noch lesen müsste. Neue Team-Member. Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich vergesse ich wieder irgendwas. Oh Gott, ich hab's jetzt schon gesehen, ne? Ja, ja, gesehen haben wir sie. Haben wir irgendwelche Informationen über sie? Nicht wirklich, ne? Ja, nichts eigentlich. Gut. Ist Schwächen vielleicht? Na, auch das bekommen wir nicht zu sehen. Okay, alles klar. Ja gut, dann habe ich, glaube ich, an alle gedacht. Ich gucke mal kurz auf alle hier in meinem Team. Ja, da habe ich keinen vergessen, Supi. So, und ich würde auch fast behaupten, so langsam könnten wir zum Ende der Episode kommen. Ich denke, solange wie wir gerade hier rumgestreucht sind, schaffen wir es beim nächsten Mal vielleicht sogar auch noch den Winter zu erreichen. Um hier vielleicht auch alles gesehen zu haben. Im Herbst ist jetzt der hier anscheinend neu gespawnt. Dann machen wir den auch zusammen. Das ist ein neuer Gegner. Den habe ich gerade eben bei den Schleimdinger schon gesehen tatsächlich. Ich bin froh, dass ich es nochmal sehe, weil die eben genauso gespawnt sind. Nur als das Schleimhörnchen vorne war. Das wusste ich nur vorher noch nicht. Der Raupenhügel. Zwei Schläfer. Sollte okay sein, oder? Den Kampf trotzdem fix zu Ende kriegen, weil die müssen ja eigentlich beide schon fast down sein. Ja, der eine ist jetzt auch down. Der Raubmuffel scheint relativ tanky zu sein. Was mich nicht wundert, weil er vom Design auch so aussieht. Aber das war's auch für ihn. Gut, gut. Dann haben wir den Gegner auch noch gesehen. Das scheint mir der neue hier im Herbst zu sein. Und wir steigen nochmal alle auf Level 12 hoch. Supi. Gut, dann danke ich euch sehr fürs Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir diesen flauschigen Berg, die flauschigen Höhen erklimmen, wie auch immer sie heißen. Soll ich dafür das große Gebäude da hinten denn erst rein? Was sagt denn die Karte? Wahrscheinlich, ja, fluffige Höhen, da müssen wir rein, okay. Dann ist das doch eine Art Dungeon. Dann ist wahrscheinlich doch, weil es immer noch der untere Rang hier ist, genau. Ist ja eine Kolosseum im ersten Gebiet, das einzige Kolosseum. Macht Sinn. Gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.